Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinar, wie jeden Montag um 20.30 Uhr. Der Weg zu deinem Erfolg, den Weg einfach zu erleichtern. Heute haben wir ein sehr spannendes Thema. Wir kommen gerade von Frankfurt retour, hatten dort wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Ich werde auch den Bildschirm freigeben und werde mal umschwenken auf eine Präsentation. Ich habe ein paar Bilder einfach zusammengeholt. Das ist, kann man sagen, Gerhard Klenner und Laila Tepp und alle das Team von meiner Struktur sozusagen. Wir waren über 40 Leute. Es war volle Power. Wir hatten riesig Spaß. Wir hatten nicht nur Spaß, sondern glaube ich auch sehr viele Aha-Effekte und sehr viel mitnehmen dürfen aus den vielen Präsentationen, die stattgefunden haben. Also erster Tag war Bob Proctor, zweiter Tag waren wir, glaube ich, dann 15 Leute so, die vorgetragen haben mit unterschiedlichsten spannenden Themen. Das, was aber auf jeden Fall rübergekommen ist, also diese Energie, die in diesem Team entstanden ist, in dieser Phase, weil es war schon die letzten Monate, wo ich auch in Deutschland unterwegs war bei den Veranstaltungen, sind immer mehr Menschen zusammengewachsen. Aber das, was jetzt da in den 2 Tagen noch zusätzlich passiert hat, war einfach voll genial. Es war Riesenspaß, muss man sagen. Wir hatten das Vergnügen und die Ehre, mit Bob Proctor wirklich sehr viel Zeit zu verbringen. Er war wirklich die ganze Zeit bei uns im Raum, beide Tage, ist auch am zweiten Tag geblieben. Das, was wir uns immer wieder dann dazwischen geben, aber er ist auch am zweiten Tag immer wieder kurz auf die Bühne gegangen, hat den einen oder anderen Vortrag zu bestimmten Themen innerhalb von 10, 15 Minuten gegeben. Das heißt, wir konnten enorm viel mitnehmen. Wahnsinn. Was dieser Mensch an Energie hat und die Energie aufbringt im Alter von 85 Jahren, ist einfach gigantisch. Kann man sich nur eine Scheibe abschneiden und sagen, so möchte ich auch alt werden, weil den wird es noch die nächsten 50 Jahre, glaube ich, geben, weil der hat so viel Energie. Bob Proctor ist einfach voll genial. Ja, er hat einige Sachen uns natürlich gelernt, was sein Hauptthema ist, einfach den Menschen zu helfen, seine Paradigmen wegzubekommen, damit wir schneller an die Dinge rankommen, die wir in unser Leben reinbekommen wollen. Und dafür muss was aus unserem Kopf manchmal raus, dass wir schneller unsere Erfolge und unsere Dinge, die wir gerne im Leben hätten, realisieren können. Ich habe ein paar Bilder genommen, habe jetzt in der kurzen Zeit gar nicht viele Bilder zusammenbekommen. Aber ein paar Dinge halt ganz einfach, was auch eingegangen ist. Manche Menschen machen Zeit gegen Geld. Ich glaube, das sind 96%. Dann gibt es halt noch 1%, die haben schon sehr viel Geld. Die machen Geld zu Geld. Und dann gibt es halt Menschen, die suchen nach einer Möglichkeit, durch Duplikation ein Einkommen zu schaffen, wo sie gar nicht alles wissen müssen, aber durch dieses Network Marketing, das wir machen, durch die Vielzahl von Menschen, die dann im Team entstehen, alle möglichen Fähigkeiten irgendwann im Team haben, die man vielleicht selbst gar nicht haben muss. Und das ist etwas, was sehr, sehr spannend ist. Ja, dann hat er uns natürlich viele Tipps gegeben, Geld zu verdienen, Freiheit zu verdienen, einfach sein Leben so schnell wie möglich zu beginnen, so zu leben, wie man leben möchte. Waren sehr viele spannende Dinge dabei. Ja, wir hatten auch ganz viele Menschen auf der Bühne, sehr viel Spaß. Ja, hier sind die 5 Leute, die aus dem europäischen Bereich beim nächsten Success Trip jetzt im Februar dabei sind. Werden wir auch sehr viel Spaß haben. Günther war auf der Bühne, der hat ein Coaching für 3000 Euro bekommen von Bob Proctor. Die Julia freut sich riesig, weil sie ist die Sponsorin von Günther. Das wird den Günther so richtig voranbringen. Es waren 450 Leute im Raum und ja, Günther ist gezogen worden und darf jetzt da weitergeschult werden und er wird das 1:1 an sein Team, aber ich denke auch in dem einen oder anderen Webinar uns weitergeben, was er da alles mitnehmen darf. Also ganz eine spannende Situation. Da sieht man auch die Sophie weghuschen mit dem Korb, aus dem sie rausgezogen hat, wer dieses Seminar gewinnt. Ja, wir sehen hier einige Leute aus unserem Team auch bei der Goldehrung dabei. Also auch das ist sehr, sehr spannend, wie viele aus unserem Team da jetzt schon die nächsten Ränge erreichen.
Ja, das haben wir, glaube ich, gerade gesehen vorher. Leadership, das habe ich unabsichtlich zweimal drin gehabt. Wie gesagt, ich habe das jetzt gerade so zusammenkopiert. Ja, da ist Bremen, Gruppe, Lars und Athanasius, die das, sich das nicht nehmen ließen, da ein ganz tolles Foto auch zu machen. Ich glaube, dass wir alle sehr tolle Fotos mitgenommen haben von dieser Location dort. Ja, Recognition, es ist weitergegangen zu White Gold. Das heißt, eine Person gegeben, die jetzt White Gold geworden ist in den letzten 3 Monaten, das war die Martina. Und wenn wir sehen, wie wir da mitspielen aus unserem Team, auch in den höheren Rängen, ist das auch ganz, ganz toll. Ja, wir hatten Charity Award bekommen für unsere Miracle Foundation, wo wir wirklich ganz, ganz viel an Spenden gesammelt haben und damit wirklich auch gezeigt haben, was mit dem Geld passiert, wie viele gute Zwecke, wie viele Menschen wir damit helfen konnten, ihr Leben zu verändern, zu verbessern, notleidenden Menschen einfach zu helfen, wieder auf die Beine zu kommen und wieder mit dem Leben zu beginnen. Und das ist ganz toll, was da Sisha auf die Beine stellt. Darf ich dazu Ja. noch was sagen zu dem Charity Award? Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Weil es war ja auch so spannend, weil da war jemand eben da von dieser Network-Karriere-Publikationsthema und der hat auch sehr viel, die haben sehr viele Network-Marketing-Unternehmen verglichen und er hat gesagt, es gibt natürlich Network-Marketing-Unternehmen, die für Charity spenden vom Unternehmen aus, aber es gibt kein einziges Unternehmen, so wie wir es bei Seja haben, dass wir jeder einzelne Distributor auch nochmal die Möglichkeit haben, von aus freien Stücken heraus so viel zu spenden, wie wir wollen. Und das ist halt offensichtlich einzigartig. Also nochmal ganz speziell. Danke, Julia. Bitte unterbrecht mich gerne, wenn euch irgendein Bild gefällt. Patsch, rein einfach euch laut schalten und etwas dazu sagen. Ich glaube, das ist auch ganz gut, diese Stimmung rüberzubringen, die wir da gehabt haben. Ich habe da einen kurzen Film, ich weiß nicht, ob man irgendetwas hört, aber auch wenn man nur die Bilder sieht, kann man sich vielleicht vorstellen, was da im Raum los war. Also die Location war wirklich sensationell. Der Raum so toll aufgebaut, so viele Leute, so eine Stimmung und aus den unterschiedlichsten Ländern in Europa. Aber wir hatten riesig Spaß miteinander und diese Stimmung, die hat man jede Minute durchgespürt. Es war sicher ein anstrengender, beide Tage waren anstrengend von der Information, sehr, sehr viel Informationsflut. Aber es war so aufgelockert, weil so viel Spaß im Saal war die ganze Zeit. Es war einfach toll. Ups, das haben wir gerade gehabt. Im nächsten Bild gehen. Ja, wir hatten auch die Möglichkeit, was ich ganz toll finde, dass einen CIP-Bereich gegeben hat, nicht einen VIP-Bereich, sondern Seizure Important Persons. Und da haben wir die Möglichkeit gehabt, auch mit Bob Proctor und sehr viel zu unterhalten und so. Und jeder, der auch in Zukunft im Platinrang und höher ist, hat die Möglichkeit, einfach auch in den Pausen dort verköstigt zu werden, nette Gespräche zu führen, zu plaudern, echt Spaß zu haben. Kann jeden wirklich nur anfeuern und doch gerne unterstützen, sehr schnell den Platinrang und höher zu erreichen. Es macht echt Spaß. Man hat vielleicht auch gesehen, ein wenig diesen Raum vorher. Es hat eine VIP-Lounge gegeben. Es haben sich ein paar gewünscht, die aus einem anderen Network ja dazugestoßen sind, also in Europa. Die haben gesagt, es hat bei ihren Veranstaltungen immer so einen Bereich gegeben, da wollten alle rein. Da waren die gemütlichen Stühle drinnen und Trinken und Tische und Verköstigung und alles. Also, und ja, ich war das erste Mal in diesem VIP-Bereich auch drinnen, auch bei vor der Bühne, also in diesem Bereich, wo man wirklich die bequemen Stühle hat. Und ich kann wirklich nur sagen, es ist empfehlenswert, schnell dort reinzukommen, weil es war wirklich voll. Genau. Die Julia lacht über das ganze Gesicht. Ich glaube, die hat auch den Stuhl ausprobiert. Oder einige andere aus meinem Team sind dann auch nach der Präsentation reingegangen, haben einmal ausprobiert, wie schön man dort sitzt und wie angenehm das dort ist. Also auch das ist ein zusätzlicher Vorteil. Was ich ganz toll gefunden habe, dass Seizure wirklich, gerade Seizure Europe, vom Kundendienst alle Leute dort hatte, man konnte die persönlich kennenlernen. Sie haben Seizure Store aufgebaut gehabt, wo wir bestimmte Produkte, auch neue Produkte kennenlernen durften oder auch bestellen durften. War einfach
spitzenmäßig organisiert. Miracle Foundation, auch da ganz tolle Möglichkeit, einfach mal kennenzulernen, was steckt da dahinter. Das ist David Moses. David Moses ist die Nummer 1 im Unternehmen. Wir hatten sehr viel Spaß, weil er ist immer so neben der Martina und mir gesessen und wir hatten uns immer so dazwischen kurz unterhalten, aber er ist so ein lustiger Mensch, kann ich euch nur sagen, was der immer für ein Schmäh drauf hat und wirklich dem fallen zu allen Dingen etwas ein, wo wir immer Spaß gehabt haben. Aber das Interessante ist auch, er ist immer wieder zwischen dann von der Bühne etwas gefragt worden und er war mehr mit seinem Handy beschäftigt, irgendwelche Dinge ans Team zu schicken, die nicht dabei waren bei der Veranstaltung, dass er oft gar nicht gewusst hat, was er gefragt worden ist. Und wir haben so gelacht immer wieder. Das war echt ganz, ganz lustig. Nur zur Information, seine Schecks sind so um die 500.000 in der Woche. Also zwischen 1 bis 2 Millionen im Monat, da schwankt es halt irgendwo herum. Schulabbrecher, hat sich vor 13 Jahren entschieden, bei sich einzusteigen. Sagt, er war absolut nicht Nummer 1, da waren tausende Leute vor ihm schon eingeschrieben. Und die haben die ersten paar Jahre, wie es in Amerika vor 13 Jahren angefangen hat, nicht durchgehalten, weil es ja nicht gleich in die Höhe gegangen ist. Und irgendwann waren die paar tausend Leute weg und er war die Nummer 1. Es waren 10.000 Leute, die mit ihm dort waren, zu dem Zeitpunkt, wo er eingestiegen ist. Da war kein einziger mehr da. Danke, Julia, dass du die genaue Zahl hast. Also 10.000 Leute und davon war nach 3 Jahren, die ersten 3 Jahre hat keiner von den 10.000 durchgehalten, bis das Unternehmen stabil wurde und jeder, der von den 10.000 dabei gewesen wäre oder dabei geblieben wäre, wäre jetzt Multimillionär. Das alleine zu verstehen, wie lange halte ich durch, wie lange bleibe ich dabei, was tue ich, damit ich auch selbst vielleicht in die Gänge komme, damit bessere Ergebnisse entstehen und so weiter. Was eine ganz tolle Sache war, ich habe es versucht, am ersten Tag gleich am Abend dann rauszusenden, auch ans Team, weil die Sophie gesagt hat, wir dürfen das tun, dass wir auch die Leute zu Hause irgendwie zu informieren. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die WhatsApps irgendwo angekommen sind, die ich da versendet habe. Ich weiß, dass ein paar nicht angekommen sind. Es hat gegeben 10% auf jede Bestellung, die man tätigt. Mindestens, das kann auch ein Diamantpaket sein oder egal, was jemand, womit jemand eingestiegen ist. Und es hat die Möglichkeit gegeben, wenn du, buy 5, get 1 free. Das heißt, wenn du 5 Stück von etwas kaufst, kriegst du 1 gratis, bei 10 kriegst du 2 gratis und so weiter. Aber du konntest auch so Mix-Match machen. Das heißt, du konntest mehrere Produkte bestellen und das günstigste Produkt hast du ein zweites, noch einmal dazu bekommen. Also auch ganz interessant, dass man da einfach, wenn man auch gemischt hat mit Plant Protein, XM Plus und also wo halt die Produkte ähnlich gleich viel kosten, dass man da einfach ein zusätzliches auswählen durfte, das man dann gratis noch bekommt. Neue Produkte, ein unscharfes Bild, aber umso schärfer sind die Produkte. Das Triotic kennen vielleicht manche schon aus Amerika, die dabei waren in Orlando. Triotic ist ein Produkt, das einfach den Darm hilft, wieder gesunde Darmbakterien anzusiedeln. Das heißt, jetzt haben wir im Tee die Möglichkeit, einmal den Darm frei zu bekommen von all dem, was da drin ist, was nicht reingehört. Und dann kann man mit den Triotic einfach die Möglichkeit, den Darm wirklich komplett zu sanieren und wieder funktionsfähig zu machen mit gesunden Darmbakterien. Und das zweite, Plant Pro Bar, das sind Plant Protein Riegeln. Super genial zur Anwendung, wenn jemand Sport macht, wenn jemand sagt, zwischendurch einmal ein Häppchen, dann ist es sicher besser, etwas Gesundes zu sich zu nehmen, als irgendein Leckerli, das vielleicht nicht so gut für unseren Körper ist und wo nur Zucker drinnen ist. Auch hier war die Möglichkeit, 5 zu bestellen, dann bekommt man 1 gratis dazu. Warum war das auch so interessant, es jetzt zu bestellen? Diese Produkte wird es erst irgendwann im März geben und diejenigen, die jetzt bestellt haben, bekommen es mit der nächsten Lieferung. Wir denken, dass wir es in den nächsten 2-3 Wochen haben. Die anderen kommen erst März, April irgendwann dran, dass sie die weiteren Bestellungen machen können, weil diese 2 Produkte derzeit auch in Amerika kommen mit der Produktion nicht nach. So toll sind die Produkte. Und jetzt ist aber schön, dass wir diese Top-Produkte auch hier in Europa dann zur Verfügung haben. Einen hatte jetzt Sophie noch rausgehauen, wo du gerade bei den Offers noch warst. Da war ja noch bei also 500 PV, kriegst du ja auch noch einen Roll-Up dazu gekriegt. Ja, da war noch mal so ein Teacher-Roll-Up dabei, da konnte man sich aussuchen, grün, weiß, schwarz, wie auch immer.
Und das ab 500 PV, das hoffe ich, habe ich auch noch angekriegt, weil ich habe das noch ein bisschen angeschoben. Ich habe mir also nochmal, ich erwarte noch einen Anruf. Also ich hoffe, dass es auch alles geklappt hat. Und dann kommt also auch nochmal für meine Präsentation nächste Woche Montag da dann oder für meinen Informationsabend nächste Woche Montag dann nochmal ein Paket bestellt, dass ich genug Material da habe. Und dann hoffe ich auch, dass auch der Rollup dann nochmal zukommt. Ja, super Sven, es wird funktionieren, wenn du es abgegeben hast, wenn was nicht funktioniert bei irgendjemand bei dir im Team, der 500 Punkte bestellt hat und sein Rollup nicht bekommt, kommt es auf mich zu, kann ich organisieren, dass ihr das dann auf jeden Fall bekommt. Okay. Es wird keiner leer ausgehen, der dort seine 500er Bestellung gemacht hat. Wir werden es im Nachhinein auf jeden Fall regeln, dass ihr das bekommt, was euch zusteht. Überhaupt kein Problem, wenn es nicht gleich zu euch kommt, dann machen wir das. Ja. Kriegen wir alles hin. Die müssen jetzt ja auch erstmal die vielen Bestellungen abarbeiten, das haben Sie auch gesagt. Ja, das ist auch so. Es waren von den 450.000 Leuten, ich weiß nicht, ob wir das geschafft haben, diese 75.000 Punkte Bestellung. Bin sehr gespannt. Das war unser Ziel. Und wie viele Spenden zusammengekommen sind, auch für die Miracle Foundation. Wir sehen aber, es haben viele eingekauft. Auch Roland läuft jetzt schon mit seinem Beutel mit Produkten herum oder mit Informationen. Viele Gespräche, es war so toll aufgebaut, dass man sich wirklich toll unterhalten konnte. Was mich noch sehr begeistert, ich weiß nicht, ob ich da ein Foto, wie habe ich ein Foto? Die Verköstigung war meiner Meinung nach super genial. Also wer da nicht satt geworden ist, gibt es gar nicht. Das heißt, von Fruchtsalat, von vegetarischen Dingen, die jeder bekommen hat und jeder so in einer Box, also nicht, dass man sich irgendwo anstellen musste an einem Buffet und also meiner Meinung nach ganz, ganz toll vorbereitet. Also Linda hat ja gesagt, sie wird alles tun, dass wir uns extrem wohlfühlen und hat zuletzt noch einmal 100.000 Euro investiert, um wirklich alles dort zu haben, was wir benötigen, damit es für uns ein Top-Event ist. Also wie Bob Proctor sagt, das ist ein Business. Ein Business muss man zuerst investieren. Das hat auch der Linda gelernt. Und wenn man gut investiert, dann bekommt man auch dementsprechend eine Top-Veranstaltung hin, wo sich Leute wohlfühlen und voll mit Begeisterung mit diesem Unternehmen gern zusammenarbeiten. Also Hut ab, was da passiert ist. Ja, was toll ist, es gibt ein eigenes Magazin mit Sportlern aus den unterschiedlichsten Bereichen. Wolfsburg spielt die erste Liga in Deutschland, verwenden die Produkte von Golfern, Handballern, Tänzern, Tennisspielern, unterschiedliche Dinge. Und auch das ist etwas, was beeindruckend ist. Die Network-Karriere, ich werde es nachher zeigen, ich zeige es ganz kurz in die Kamera rein, die hat einen exklusiven Bericht über sie herausgebracht. Das, was die Sophie gesagt hat, die Julia gesagt hat. Die Julia hat gesagt, dass die so begeistert waren, wie wir umgehen mit dem Thema Network Marketing. Das haben sie wirklich noch nicht erlebt bis jetzt. Ich durfte auch dort mit jemandem ein Gespräch führen. Der hat gesagt, es war ein Genuss, diesen Bericht dann zu machen über die einzelnen Personen von Seizure, über die ganzen Themen, über die Produkte, alles, was sie nachrecherchiert haben. Das stimmt einfach, das passt alles. Also das hat ihnen echt Spaß gemacht, das zu produzieren, diese extra Ausgabe. Ja, es war ein ziemlich langer Tag, trotzdem haben wir uns dann um 20 Uhr nochmal in einem kleinen Raum getroffen. Wolfgang wollte auch unser Team da kennenlernen, dass er zusätzlich diese Leute auch einmal sieht, die er vielleicht irgendwann einmal irgendwo gehört hat, gesehen hat, kurz gehört hat. Mit manchen ist er ja schon auch in Kontakt gewesen. Wir haben uns dann alle in einem Raum getroffen und haben uns einmal dann gegenseitig ein wenig vorgestellt. Ich glaube, wir haben nicht alle informiert, dass wir das machen. Das war ganz eine kurzfristige Aktion. Aber es war trotzdem interessant, einmal zu sehen, wo wohnt wer, wo hat wer was vor, wo wir sicherlich führend sind in Europa, dass wir jetzt in mehreren Städten schon Veranstaltungen haben. Und das dehnt sich ja jetzt gerade extrem aus. Auch Sven, du hast ja gesagt, regelmäßig Veranstaltungen, Roland Stadler in Oberösterreich und ich glaube, 4, 5 andere Locations noch, die jetzt beginnen mit Veranstaltungen. Auch die zwei Gruppen aus meinem Team heraus, die sich noch nicht so kannten in Bremen, machen jetzt miteinander. Also das wird ganz, ganz spannend auch, was da für eine Energie entstehen wird, dass die da miteinander beginnen, regelmäßig in einer Location, einem tollen Hotel, Veranstaltungen zu machen. Also auch da ist sehr, sehr viel passiert. Ja, wir hatten Spaß. Wir sind immer wieder irgendwo zusammengekommen. Das war damals dann schon am Flughafen. Auch da waren noch nette Gespräche. Viel Spaß dabei. Noch am Abend an der Bar. Ja,
darum wenig Schlaf, viel Information, viel Spaß. Auch das war ganz, ganz toll, wo Leute einfach zusammengefunden haben, die sich vorher noch nicht gekannt haben. Ja, Together Everyone Achieves More war wirklich ein Genuss, auch mal von dieser Perspektive das Team zu betrachten und zu sehen, welche Energie nicht in unserem Team, sondern generell in dem kompletten Seizure-Team steckt. Wenn du von der Bühne rausschaust auf 450 Leute und du siehst ein Lächeln von oben bis unten, also wirklich volle Motivation, und das war wirklich schon nach einem langen Tag, das war schon am späten Nachmittag, kann man nur sagen, es ist ganz, ganz großartig, mit diesem Team zusammenarbeiten zu dürfen. Und ja, das ist auch das, was ich ja auch mit diesem Bild hier einfach unterstreichen möchte. Keiner kommt alleine auf den Gipfel. Wenn wir gut zusammenarbeiten, werden wir für jeden Einzelnen genau das erreichen, was sich jeder Einzelne vorstellt. Ja, Leute einfach helfen, ihre Ziele zu erreichen, ihre Träume zu realisieren, bringt euch wieder ans Ziel. Und das ist das, wo es jetzt eigentlich hingeht. Wenn wir vielen Menschen helfen, die nicht dort waren oder die noch gar nicht im Team sind, kennenzulernen, was wir machen, wie wir es machen, wie wir zusammenarbeiten, und wenn wir extrem viele Menschen anziehen. Ich durfte heute 3 Gespräche führen mit Leuten aus meinem Team, alle 3 sind eingestiegen. Also ganz, ganz spannend, was allein am heutigen Tag schon wieder passiert ist, an Gesprächen, wo auch ich involviert wurde oder wo ich gar nicht involviert war, wo Leute irgendwo ins Team gekommen sind. Also Wachstum lässt sich nicht mehr aufhalten, und das ist das Spannende ganz einfach. Das Ziel, das wir haben, als diejenigen, die da zu 15 circa auf der Bühne waren, wir haben gesagt, wir wollen jeden Menschen relativ schnell Richtung Diamant begleiten. Es wird jetzt immer schneller gehen, weil wir immer bessere Grundlagen haben mit dem Kundendienst, der immer mehr ausgebaut ist. Ich habe nur so geschaut, ich habe nicht gewusst, dass so viele Leute schon in dem Kundendienst sind. Ich glaube, es sind jetzt schon 25 Leute, die da in dem Kundenservice Center drinnen sind, vorbei, ja, also was heißt vorbei, haben wir noch gar keins gehabt, aber letztes Jahr, glaube ich, waren es nur zu 10, jetzt sind es 25, es wächst und wächst. Wir gehen den nächsten Schritt auch sicher heraus, um schneller wachsen zu können und besseres Service bieten zu können. In Zukunft, zum Beispiel Weihnachtskatalog, dass der früher rausgeht, dass wir es einfach mehr in Sprachen machen können, dass wir logistisch mäßig anders und besser arbeiten können, hat sich sicher entschlossen, das Lager nicht mehr mit dem Beschenker zu machen, sondern ein eigenes Lager mit eigenem Personal jetzt. Das heißt, wir sind viel flexibler, in jedes Paket, das rausgeht, in irgendeiner Sprache etwas hinzuzufügen. Das hat jetzt $10 gekostet, der kleine Zettel, der in irgendein Paket dazukommt. Das macht natürlich was aus, wenn da 1000 Lieferungen rausgehen, ne? Wenn es bei jedem $10 kostet, wo du was dazulegst, und wenn du ein eigenes Lager hast, dann kannst du das anders steuern. Das heißt, wir werden noch flexibler, es wird noch einfacher, es wird noch besser. Wir wachsen einfach. Wir hatten vor 3 Jahren einen Umsatz von $75.000 im Monat. Und innerhalb der 3 Jahren haben wir es mit unseren Teams geschafft, 1 Million pro Monat nur in Europa. Von 75.000 auf 1 Million im Monat. Das heißt, wir sehen ganz einfach, dass wir das richtige Wachstum haben, wir gehen in die richtige Richtung, und trotzdem sind wir erst am Anfang. Bei der Veranstaltung haben wir von der Bühne gefragt, wer war noch nie bei einer Seizure-Veranstaltung, wer ist das erste Mal da? Mehr als die Hälfte der Hände waren oben. Das heißt, von den 450 Leuten waren mehr als die Hälfte noch nie irgendwo involviert mit Seizure. Jetzt kann man sich vorstellen, wo wir wirklich jetzt ganz von Beginn an dabei sind oder was wir für Chancen haben mit dem Ganzen. Wenn du da jetzt bei dem Thema noch bist, das war ja auch ganz spannend, die Zahlen zu hören, auch von der Linda. Wir hatten ja bisher jetzt 3 Team Diamond Global Network Veranstaltungen. Jetzt nicht von Seizure, sondern wirklich von uns als Team. Bei der ersten Veranstaltung in Toronto waren es 75 Seizure-Partner. Bei der zweiten vergangenes Jahr waren es 120. Und dieses Mal 450, also innerhalb von 3 Jahren sind wir da enorm gewachsen. Da sieht man auch das exponentielle Wachstum, was mit Network Marketing und mit uns als Team möglich ist. Und im Herbst, wirst du vielleicht eh noch sagen, Gerhard, ist das nächste schon geplant in Frankfurt. Da ist das Ziel ganz klar, über 1000 zu kommen. Ja, die 1000 werden überhaupt nicht das Problem sein. Im Herbst werden wir die nächste Veranstaltung machen, wenn jeder, der von
dieser Veranstaltung begeistert war von den 450. Sagen wir mal, wenn ein Drittel nichts macht, dann bleiben noch immer 300 über. Wenn von den 300 jeder nur zwei Leute mitbringt, in den nächsten 6 Monaten nur zwei Leute, die da mitfliegen, dann sind wir schon bei 900. Das heißt, das lässt sich überhaupt nicht verhindern, dass wir mindestens 1000 Leute bei der nächsten Veranstaltung haben. Ich glaube, dass wir das Ziel weit rausschießen. Weil unser Team wird sich nicht nur verdoppeln bis dahin, unser Team wird sich verdreifachen bis dahin in den nächsten 6 Monaten. Das haben wir beschlossen. Genau dort legen wir den Hebel an, weil dieser funkelnde Triple Crown Diamond Elite, den hat noch niemand. Den hat noch überhaupt niemand in Europa. Und wenn man sich denkt, der David Moses hat den Rang Crown Diamond Elite, also drei Ränge drunter. Und verdient 1 bis 2 Millionen im Monat. Was hat der David Moses gemacht? Er hat 160 Leute in den 13 Jahren eingeschrieben oder ins Geschäft gebracht und davon sind 40 weggefallen. Manche tun ein bisschen was und wenige tun viel. Und wenn man sich vornimmt, dass man jede Woche einen Partner ins Geschäft bringt, dann hat man nach einem Jahr 50, dann hat man nach 2 Jahren 100 ins Geschäft gebracht und nach 3 Jahren 150, also mehr als der David Moses in seiner ganzen Karriere ins Geschäft gebracht hat. Was hat man dann für Möglichkeiten? Möglicherweise schon nach 6 bis 7 Jahren das zu erreichen, was David Moses erreicht hat. Ich habe mit David Moses auch gescherzt, er hat mich gefragt und ich wurde ja dann auch so vorgestellt, bevor ich auf die Bühne gegangen bin, wie viel hast denn du schon eingeschrieben? Ich sage, über 100. Sagt er, was, in 3 Jahren? Ich bin 13 Jahre dabei und habe nur ein paar mehr eingeschrieben. Und ich habe zu ihm gesagt, ja, ich will auch das, was du erreicht hast, in der halben Zeit von dir erreichen. Wir hatten da wirklich sehr viel Spaß dabei. Und das ist genau das Ziel, einfach voranzugehen. Und was ich möchte einfach vorleben. Was möglich ist, möchte mich involvieren in die Gespräche der einzelnen Partner in unserem Team. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir als Upline, als Führungskräfte unserem Team zur Verfügung stellen und dort mithelfen, wo es vielleicht gerade noch ein bisschen eckt, noch ein bisschen hakt. Ich habe das Beispiel erzählt von der Bühne aus vom Stani, der war heute schon wieder bei mir mit jemand. Stanislav Babian hat nicht richtig losgestartet und ich habe mir gedacht, warum? Und dann habe ich gesagt, mach mal Heimpräsentationen. Und er hat gesagt, mein Thema ist, ich kann mit Computer gar nicht umgehen. Ich weiß nicht einmal, wie man einen Computer einschaltet. Und ich habe zu ihm gesagt, okay, dann machen wir die Heimpräsentation anders als normal. Wir machen nicht die Heimpräsentation bei mir, sondern du kommst zu mir regelmäßig mit Menschen, wenn du das magst. Und wir machen bei mir zu Hause die Präsentation. Er war am 26. Dezember bei mir, am 27. Er war am 29. Dezember bei mir in der Früh um 8 Uhr. Das war mein Geburtstag, wo ich 50 geworden bin. War um 8 Uhr in der Früh bei mir. Er war am 2., am 3., am 4. Jänner. Er war 7-mal oder 8-mal bei mir mit heute, also 7-mal ohne dem heute. Und bei jedem Treffen von den 7-mal, wo er bei mir war, ist mindestens eine Person ins Geschäft eingestiegen. Er hat einen Job gemacht, wie ich es gesagt, wie ein Taxi-Driver. Also er hat nichts anderes gemacht, als die Leute in sein Auto geparkt, hat gesagt, wir fahren jetzt wohin, wo es tolle Geschäftsidee gibt. Und diese Heimpräsentationen, die Megan hat es so toll gesagt auf der Bühne, macht's einfach Heimpräsentationen. Nimmt's bei den ersten 1-2 Mal einfach die Upline dazu. Die Upline kann dabei sein, physisch, dass er einfach dort sitzt, die Person, oder auch vielleicht per Zoom, per Internet, per Skype, irgendwie. Ihr habt 3, 4, 5 Personen zu Hause sitzen, Julia, ich oder jemand halt, der eure Upline ist oder irgendwo in der Upline ist, ist bei dem Meeting dabei und hilft euch, das umzusetzen, was ihr vielleicht noch nicht könnt. Es ist auch sympathisch allen Leuten gegenüber. Die sehen, ihr seid noch gar keine Profis, aber ihr habt die richtige Unterstützung. Und das dupliziert ihr dann in eure Teams rein. Und wenn ihr 3, 4, 5 Heimpräsentationen gehalten habt und es kommen mehrere Leute zusammen, dann macht es irgendwo eine Location, kann irgendein Raum irgendwo sein, wo ihr diese Teams zusammenbringt und dann halt jede 2 bis 4 Wochen eine Präsentation, so wie in einem Hotel, halt in irgendeinem Raum. Und das kann dann wachsen, 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 weil mehr Leute in einem Raum heißt gleich mehr Energie in einem Raum. Und diese Menschen dann gemeinsam auf ein höheres Level zu bringen, das ist das Geheimnis. Wenn jemand dabei ist, der irgendeinen Erfolg hat, holt ihn auf die Bühne und die anderen können davon lernen. Wenn jemand tolle Produkterfahrungen hat, holt ihn auf die Bühne, andere können davon profitieren. Die Produkterfahrungen, die wir am Event gehört haben, das war Gänsehaut pur.
Also es waren so viele tolle Erfahrungen, auch in Zwergesprächen, in den Pausen und so. Also was ich da alles mitbekommen habe, wo, was, wie passiert, geschäftlich oder vom Produkt her, einfach gigantisch. So, jetzt möchte ich aber weitergeben. Wer war dabei? Was habt ihr für Eindrücke bekommen von dieser Veranstaltung? Was möchtet ihr erzählen? Ja, da möchte ich gleich einsteigen, gerade weil du auch mit Beispielen gesprochen hast, was mit Produkten und sowas war. Also wo ich wirklich Pipi in den Augen hatte, musste ich sagen. Also das ging mir wirklich unter die Haut. Das war dieses Beispiel mit dem, ich weiß leider den Namen nicht mehr, auf jeden Fall auch Deutschland. Da war Hans-Joachim. Wie ist der? Hans-Joachim war der. Ja, genau. Ja. Und der ging also auf die Bühne und sagte halt eben, dass er ja halt eben einen älteren Herr kannte, 80 Jahre alt, der immer fit war, immer viel getan hat, immer gekämpft hat und so weiter. Und dann irgendwann plötzlich drei Infarkte gekriegt hat und dann von heute auf morgen nicht mehr konnte und an den Stuhl gefesselt war, musste sich helfen lassen von Frau, Tochter, einer wirklichen professionellen Krankenpflegerin und so weiter. Also konnte nichts mehr duschen, anziehen, war alles nicht mehr möglich. Und dann hat er diesem Herrn halt den Supermix gegeben. Da weiß ich jetzt allerdings auch nicht mehr genau den Zeitraum, wie lange das ging. Ich glaube, anderthalb Monate oder so hat das so gedauert, bis dieser Herr dann wieder aus seinem Stuhl langsam hochkam, sich also aus eigener Kraft wieder aufrichten konnte, dann mit einem Rollator zur Toilette gehen konnte, sich wieder anziehen konnte, selbstständig. Und dass es ihm wirklich besser ging, haben sie dann daran festgemacht, als er dann gesagt hat, er möchte gerne mal wieder eine Pizza essen. Na, und das fand ich also wirklich total, total klasse. Und dann sagte er im Nachgang halt eben, dass es sein Vater war, um den es da ging, und dass er sich aus Dankbarkeit oder halt eben aus dieser Begeisterung dieser Situation sich das Teacher-Zeichen auf den Oberarm hat tätowieren lassen. Also das fand ich, das war der Kracher. Also das war Hammer. Das war echt super. Aber natürlich auch alles andere, auch Bob, also ich sag mal, wie gesagt, wie du auch schon gesagt hast, Gerd, 85 und eine Power, dieser Kerl, das ist unglaublich. Also da, wenn der da vorne ein bisschen, er hat ja wirklich sehr energisch teilweise gesprochen, da war man wach, also da war man da, also auf jeden Fall, also das hat ihn ja fast vom Stuhl gefegt. Und und halt eben auch das Ganze drumherum, das war schon klasse. Also die Adresse natürlich auch, Flughafen, Sheraton, also von allen gut zu erreichen, schnell da, also auch fast alles so aus allen möglichen Ländern kamen sie auch. Es war ja sogar einer, glaube ich, so wenn ich das richtig mitgekriegt habe, sogar aus Australien ja da und Südafrika und was weiß ich, wo sie da lieber herkamen. Also das war schon wirklich faszinierend. Also das war schon Kracher. Und ich freue mich auf den Herbst. Ja, ich möchte noch was dazu sagen. Wer war noch dabei? Ja, Josi hier. Grüß euch. So wie du, Gerhard, gesagt hast, die Veranstaltung war einfach nur Kracher pur. Die Energie, die dort auch zu spüren war, ob du jetzt da vorne im VIP-Bereich gesessen bist oder eine Reihe dahinter oder überhaupt dort, wo die Übersetzung auch war, weil das Event ist auch übersetzt worden, sensationell. Man hat ganz einfach dieses Zusammengehörigkeitsgefühl auch mitbekommen. Und im Endeffekt war es dann immer so, die Leute sind dann draufgekommen, das Wichtigste in unserem Business ist einfach Fragen zu stellen. Fragen zu stellen und nicht interessant zu sein, sondern interessiert zu sein. Und derjenige, der Fragen stellt, der führt. Und im Endeffekt, der Verkäufer, so hat auch Bob Proctor gesagt, der Verkäufer ist der höchst am meisten bezahlteste Professionist in der Welt. Und der Verkäufer ist nämlich ein Kommunikator. Das heißt, genau diese Person, die Fragen stellt, wird immer die Nase vorne haben und dadurch auch Interesse zeigen, dem anderen auch weiter zu helfen. Und zuerst eben die Bedürfnisse abzuchecken und dann diese Bedürfnisse in Richtung eines Ziels zu begleiten. Ja, das ist so die Summary aus dem, was ich so mitgenommen habe, neben den ganzen Erfahrungsberichten, guten Gesprächen, Austausch mit Top-Führungspersonen. Und wo hat man das in der heutigen Zeit? Ja? Und man kann immer lernen. Derjenige, der sagt, ich weiß schon alles, ja, ich glaube, da
Das sollte auch da drüber denken und einmal fair-rückt denken. Ja, das ist mein Beitrag. Danke. Danke, Josi. Sabine, dich sehe ich auch hier. Willst du dich auf laut schalten? Hörst du mich? Ja, ich höre dich jetzt gut und wir hören dich alle. Was hat dir gefallen? War es das erste Mal, glaube ich, bei einer Veranstaltung dabei? Genau, ich war das erste Mal. Hörst du mich eigentlich oder hört ihr mich? Ja, hört dich alle, ja. Ja, wunderbar. Ja, ich war das erste Mal dabei. Ich bin immer noch geflasht, so viel Energie. Und diese Internationalität, die hat mir auch so gut gefallen. Ich hatte erst ein bisschen Manschetten, dass ich mein Broken English wieder rausholen müsste. Aber es hat halt gut geklappt. Was bei mir aber hängen geblieben ist, ist dieses Mindset. Also das, was Bob uns mitgeteilt hat. Also sieh dich im Ziel und guck dann zurück, was brauchst du dafür? Und das hilft mir ungemein. Also jetzt gehe ich ganz anders an dieses Business ran. Ich weiß, ich bin schon da, wo ich bin, was ich einfach im Kopf habe. Und jetzt weiß ich auch viel mehr, wie ich mich zu strukturieren habe, was mir noch fehlt. Also es sind so kleine Dinge, die, weiß ich, 45-Sekunden-Präsentationen, Fragetechniken, ja, also so diese Sachen, die sind jetzt einfach so glasklar, weil ich bin ja schon da. Ja, und das hat mir nochmal so diese Tür geöffnet, dass es so klar ist, wenn du dich auf diese hohe Ebene begibst, da wo du bist und wo du sein willst, dass es dann viel, viel einfacher ist, nach unten zu gucken und dann weißt du eigentlich, welches die nächsten Schritte sind. Und immer dann, wenn du zweifelst, musst du einfach nochmal gucken, hey, du bist da schon am Ziel, entspann dich, ist alles gut, mach einfach nur weiter. Und das ist einfach das, was ich jetzt mitnehme und wo ich jetzt also durchbrechen werde und mich einfach freue und freue auch eben in diesem Team zu sein und mit euch zusammen sein zu dürfen. Und ja, das ist das, was ich mitgenommen habe. Deswegen vielen Dank nochmal an dieser Stelle an euch alle. Sabine, kannst du uns vielleicht kurz sagen, was ist deine Profession? Womit arbeitest du derzeit oder was arbeitest du derzeit? Also was ist deine Ausbildung und wo soll die Reise jetzt hinführen durch deine Veränderung, die du jetzt mitgemacht hast? Ich bin von Haus aus Juristin, Schwerpunkt Arbeitsrecht. Bin seit 5,5 Jahren bei einer Behörde in Hamburg und es ist einfach so ein netter 9-to-5-Job, der ist sicher. Ich weiß, was ich verdiene, ich weiß, was ich an Rente bekomme, ganz wenig. Und es ist angenehm, aber das Umfeld darum ist eben nicht so im Denken wie die Menschen, die jetzt auf dieser Präsentation waren. Also sie haben keine Vision, sie haben keine Wünsche, sie werden gelebt und sie leben nicht. Und mein Ziel ist es, Ende des Jahres da aus dem Job raus zu sein, also auf eigenen Füßen zu stehen. Das ist ein ganz klares Ziel, das ich habe. Dementsprechend natürlich auch diesen Profit zu haben dann am Monatsende. Ich bin ja auch für meine Kinder mit verantwortlich. Und da steuere ich drauf. Also das ist das, was mein Ziel ist. Super, Dankeschön. Und das wirst du 100%ig erreichen und wir werden dich voll unterstützen bei all dem, was du vorhast und wo du uns benötigst. Super, vielen Dank. Wer war noch dabei? Julia, melde dich noch einmal vielleicht und erzähl noch einmal so, was du sonst noch mitgenommen hast. Ja, wie immer viel. Für mich war es ja zwar nicht das erste Event, aber es war, also ich war jetzt bei fast allen Events dabei, die da so international stattgefunden haben. Es ist immer was Besonderes. Es ist immer einzigartig. Ich kann nur empfehlen, jedem, der jetzt nicht dabei sein konnte oder nicht wollte, noch nicht, merkt euch schon mal den Herbst vor. Wir wissen zwar die Daten noch nicht ganz genau, aber im Herbst findet was statt. Und schaut, dass ihr mit so vielen Leuten wie möglich dort seid. Ich habe es wunderschön gefunden, Teammitglieder kennenzulernen, die ich bisher noch nicht einmal gesehen hatte. Es war schön, auch so informell zusammenzusitzen am Abend, ein Bierchen zu trinken, sich auszutauschen, auch wirklich zu wissen, okay, wo steht der andere, wo kann man sich wechselseitig unterstützen. Es hat mich auch riesig gefreut für alle, die Bob das erste Mal gesehen haben. Das ist ein einzigartiger Typ, wird er immer bleiben und ich glaube, es ist für jeden eine Bereicherung, auch das mitgenommen zu haben und das Strahlen in den Augen der einzelnen Partner nachher oder in jeder Pause kommt da jeder raus, die Tür öffnet sich in den Pausenraum, dich strahlen die Augen an von Menschen, wo du dir gar nicht gedacht hast, dass die so von einem Moment auf den anderen solche Emotionen zeigen können, weil die so berührt waren von dem, was sie da mitbekommen haben und ich glaube,
wir haben alle Teams schon bei Seager, oder selbst wenn da jetzt jemand den Call anschaut, der ganz neu dabei ist, seid dabei, lasst euch selbst bereichern, weil das gibt so viel Kraft und Energie und ihr seht, wir helfen da alle zusammen und was Bob auch immer wieder so schön sagt, gebe, dann wird dir gegeben und das leben wir, glaube ich, ganz extrem in diesem Team und das sieht man ja von unserem Head Coach, wie ich immer sage, Linda Proctor, abwärts auch David Moses, der da ja auch noch drüber ist, aber Linda Proctor hat dieses Event da wirklich zusammengestellt und von dort aus geht so eine Kraft und Energie aus, von der wir alle nur profitieren können. Ja, danke Julia. Und was mir total gefällt, dass in dem Team so viele Führungskräfte entstanden sind, in unserem Team. So viele Menschen, die vorangehen für die Nächsten, die danach kommen. So viele Menschen, die erst seit kurzem bei Seager in dem Team entstanden sind, aber bereit sind, schon Vorträge zu machen, voranzugehen, Informationen scheren. Ich glaube, ich habe heute, weiß nicht, 200 WhatsApps gesehen, weil Leute einfach dem Nächsten helfen und dort noch Informationen geben und hin und her oder bereit sind auch, ja, da bin ich von der Zeit verfügbar für ein gemeinsames Gespräch und. Ich sehe ganz einfach, wie sich die Menschen beginnen, immer mehr zu verbinden, um als Team schneller zu wachsen und nicht als Einzelkämpfer irgendwo zu Hause zu sitzen, wo nichts passiert, wo man abgeschlossen ist von der positiven Energie. Und das werden wir weiterhin fördern und dadurch werden wir ganz, ganz viele Diamanten daraus bringen und höhere Ränge in den nächsten Monaten und Jahren. Und es wird, glaube ich, für jeden spannend. Nicht nur, ich glaube, ich bin mir überzeugt davon, dass es für jeden extrem spannend wird, da gemeinsam sich unserem Team anzuschließen. Wir haben auch gesehen, dass wir in Europa eine enorme Rolle spielen als unser Team hier. Und ja, wir werden einfach schauen, dass wir ja bis Oktober, dass wir gesagt verdreifachen, locker verdreifachen. Und wir werden viel Spaß miteinander haben, auch bei den nächsten Events, wenn wir da als noch größere Gruppe auftreten können. Eins möchte ich jetzt auch noch sagen, wir stellen da jetzt immer das Team so in den Vordergrund, was richtig und gut ist. Aber was auch rausgekommen ist, was auch David Moses, der hat sehr, sehr viele Vergleiche zu anderen Kontinenten, auch immer wieder sehr gerne an dem Wochenende hervorgehoben hat, ist die enorme Leistung, die Sophie von Unternehmensseite für uns leistet und macht und tut, sodass wir immer alles haben, was wir brauchen, dass wir da wirklich noch viel schneller reinwachsen. Und Sophie hat ja auch selbst gesagt, sie war am Anfang 2016, wo wir hier die Ersten gestartet sind, wo tatsächlich erst Europa so richtig in Schwung gekommen ist, war sie alleine da. Da hat sie irgendwie schauen müssen, das irgendwie zu handeln. Sie hat von zu Hause aus gearbeitet, nur irgendwann ist ihr irgendwie der Platz ausgegangen, weil es halt da doch ein paar mehr Utensilien gebraucht hat, weil es so schnell gegangen ist. Und also ihr auch, da wirklich Hut ab, was die da leistet. Die hat sich ein super gutes Team um sich herum gebaut, dass sie das managen kann, was wir hier vor die Füße schmeißen und das geht richtig schnell. Also da wird das Team in Europa von Unternehmensseite wahrscheinlich auch ums Doppelte wachsen in den nächsten 2-3 Jahren. Ja, danke Julia, vollkommen richtig. Auch auf diesem Weg nochmal Gratulation von mir an die Sophie, was die da geleistet hat, dass sie auf die Beine stellt, wo die erreichbar ist, die kann ich auch um 23 Uhr noch einmal was schreiben, sie schreibt mir zurück. Und das ist so toll, einfach da die Möglichkeit zu haben, wirklich vom Unternehmer her ein Ohr zu haben, was wir benötigen, was schnell umgesetzt werden soll. Nicht alles lasse ich gleich umsetzen, aber das meiste schon. Und das Unternehmen will mit uns extrem wachsen und dieser Wille, der da auch vom Management vorhanden ist, uns die Basis schnell zu schaffen, noch besser wachsen zu können, ist gigantisch. Wir sind nicht bei der Stunde Null und das ist das Schöne. Wir sind aber auch nicht irgendwo, sondern wir sind bei der Stunde Eins. Das heißt, Fundament ist vorhanden, Basis vorhanden, um schnell wachsen zu können. Trotzdem ist jeder, der jetzt losstartet, von Beginn, fast von Beginn an dabei. Und das ist das Spannende. Ja, ich sage danke, dass ihr heute wieder dabei wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Einen möchte ich noch loswerden. Entschuldigung. Oh ja, bitte. Wir sind noch nicht durch. Super, Sven. Und zwar, was mich auch fasziniert hat, muss ich ganz ehrlich sagen, das war einfach auch so dieser Altersunterschied. Einmal mit Bob Proctor, mit 85, ja wirklich der Leader überhaupt, aber auch den jüngsten Leader mit 21, der Diamant ist, glaube ich, ne? Diamant war, ist er, glaube ich, vom Rang her, aber auch ein super Typ. Amerikaner halt, aber super Typ und auch da gibt es, also es gibt keine Spanne, ne? Es gibt keinen, wo du, das ist, alles ist möglich und alles geht und ja, finde ich total, fand ich auch total klasse. Und auch tolle Redner, also auch der 21-Jährige, der hat uns alle gehabt, das war so, alleine mit seiner Art, das war super.
Sven, wie viele Personen würdest du schätzen, waren unter 30? Unter 30? Oha, von den 450? Mhm. Ja, ich denke, also ein Viertel könnte ich mir vorstellen. Also ich denke 100, so schätze ich. Ja, würde ich auch schätzen. Ja. Echt spannend, wie viele Leute in den jungen Jahren nach Möglichkeiten suchen, ihr Leben gleich von Beginn an auf eine ganz andere Lebensqualität zu stellen. Und ja, das habe ich auch sehr spannend gefunden. Ja. 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 Na super, das ist ja ein perfekter Schlusssatz auch noch, die Jugend damit reinzubringen und einfach denen die Möglichkeit zu geben, ihre Lebensqualität früher zu beginnen als vielleicht wir. Also alles Gute, schönen Abend. Aufgezeichnet ist es, ihr könnt es ans Team dann weiter verteilen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Alles Gute, tschüss. Ciao. Oh.